Kann man im Never, ne, im End, kann man da Eisengolems benutzen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Warum soll man ja, für gegen die Enderman, falls wir mal einen anschauen. Aber... Never. Schon besser. Never. Never. Im Never. Ja, warte, ich hab auch gesagt. Schon... Nether. Better. Better. Schon better. Ich sag einfach mal Nether. 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 Vielleicht ist auch der Nether. Genau wie der Eater. Da beschweren sich ja viele, weil der Eater, den ich immer Eater nenne, eigentlich Eater oder Eater, Eater, was weiß ich. Wie Eva heißt. Eva. Ich kann das TH im Englischen aber nicht so gut aussprechen. Deswegen sagen wir einfach hart Deutsch Eater. Ja, Eater. Eater. Oder Ata. Ja, oder Agatha. Gut, dass niemand unsere Kürbisse erntet, die hier schon fleißig am Wachsen sind. Ja, die brauchen wir auch gar nicht. Kürbisse. Die Schneeball... Melonen meine ich. Melonen, Entschuldigung. Ach, leuchtet aber dunkel. Die Schneemänner kann man bestimmt im End nutzen. Das kann ja sein. Ja, eben. Mit den Enderdrachen, der kriegt Karten durch Schneebälle. Kriegt der? Kriegt der? Der Penner. Ja. Dann machen wir eine Schneemann-Armee da. Ah, hast du da Haufen Flachs unten also, der kriegt doch stehen. Der müsste Schaden durch Schneebälle. Oh Gott. Oh, zum Glück erkenne ich das mittlerweile, wenn da Silberfische drin sind. Okay, es wird dunkel. Ich würde sagen, ich sniper diese Nacht mal oder probier's zumindest. Ich suche Endermänner. Ich hab hier schon alles. Muss mir nur ein Bücherregal bauen. Sicher, dass du Endermänner töten willst? Ja. Fest entschlossen und motiviert. Aber nicht allein. Bücherregal Minecraft. Es gibt einen Trick für Endermänner. Ich google gerade. Ja, guck mal. Auf die Füße gucken. Nee, hier einen Turm bauen. Ich glaube drei hoch oder so, oder drei oder vier hoch und dann da drauf stellen und dann die angucken. Dann kommen jetzt die nicht eigentlich rein. Hier rein. Die Bastardos. Und wie komme ich jetzt hier raus? Ah, da geht's raus. Das Schaf ist aber hier falsch. Tut mir leid, Schaf, was aber. Was machen? Oh Gott, mir ist die Danke gekommen. Boah, Moment. Gibt doch was ganz Neues, Exklusives in Minecraft. Rosa, ich brauch deine Blöcke, sonst rennt ihr die ganze Zeit immer wieder raus. Moment. Wann kommen denn die Monster? So, Osaf, bau sie schnell ein. Ah, da ist schon ein Skelett, aber wunderbar. Das ist nicht genug weg. So, guck mal, was ich jetzt mache. Ich will jetzt was ganz Trickreiches anwenden, und zwar... Boah. Soll ich helfen? Weiß ich nur nicht, wieso ich zwei Stacks Säure gemacht habe. Weil wir so viele Steine über haben. Alter. Perfekt. So, und für mich jetzt Ausgang, dass ich dann immer raushüpfen kann. Nein, das war nicht weit genug weg, das kann nicht wahr sein. Ach komm, Ursaft. Ja, geht doch. Hab's geschafft. Ich klau mal den Hühnchen vielleicht eine Lampe. Na, ich hol nochmal neu aus dem Haus. Die haben es da so dunkel, die armen Kühe. Die brauchen doch ein bisschen Licht. Los, wachse, du blöde Kuh. Kann man die... Boah. Nee, man konnte die nicht mehr wieder wachsen lassen, oder? Nee. Nein, das Verdammt. Kann nicht wahr sein. Was los, Pingel? Oh, das hätte Pingel? Der Erfolg werden können. Und ich verkack's. Nimmst Ach, du eigentlich was? Auch auf Schlingel? Ja. Lädst du es auch hoch? Weiß ich nicht, nein. Ich glaube nicht. Tja, Zuschauer, Schlingel ist ein Arschloch, sonst hättet ihr jetzt auch noch eine zweite Perspektive im Hardcore. Ja, er kann dir ja die interessanten Teile schicken und du schneidest sie dann rein. Okay. Bitte. Moment. Modado hätte wahrscheinlich nicht mal damit gerechnet, dass ich okay sage. Nein, hab ich nicht. Soll ich hier nur zum Spaß, dass ich es nicht reinschneide? Wo sind eigentlich unsere Minecarts hin? Kann ja probieren, ob ich es hinkriege. Boah, keine Ahnung. Da. Keine Ahnung. Osaft? Ja? Die neuen Kühe in unserem Burggraben gefallen mir nicht. Die sehen irgendwie komisch aus. Die neuen Kühe? Ja, komm hoch.
Wir haben eine neue Kuh im Bockram und die sieht irgendwie komisch aus. So ungesund. Hier. Hallo. Lassen wir die da, das ist jetzt unsere Burgram-Kuh. Aber die wird doch bei tagsüber verbrennen. Von den anderen. So. Kuh? Dann machen wir der Schatten. Schattiges Plätzchen bauen wir der einfach hin. Guck. So, genau, da kann sie sich einfach unterstellen. Wir sind doch neuerdings recht schlau geworden. Durch irgendeine Minecraft-Version. Ah. So. Ja, ja, die neue Minecraft-KI. Ja, ja. Die ist so klug. Warte, warte. Boah. Oh, meine Güte, nein, Zombie. Nein, nein, nein. Doch, okay. So ist es eingesperrt. Fertig. Das geht schöner. Oh, ich hab doch keine von denen. Aber ich muss sie loswerden. Okay. Ich sammle mal die Leitern auf. Perfekt. Hä, wo ist denn die zweite? Wo muss die Leiter genau bei dem Viech drin? Ach so, die hängt da noch drin. Warte, dann schubst den da rein. Dann hebt er sich ja auf und dann haben wir einen Leiter-Zombie. Was ist das für ein Beschiss? Jetzt despawn noch nicht, du dummes Kackskelett. Dann heben die auf. Warte, ich stelle mich auf die andere Seite, dann kommt er zu mir gelaufen. Nee, jetzt hast du sie. Ich werf sie ihm zu. Jetzt geh da rein, du... Hä? Warum heben die nicht mehr auf? Die heben sie nur auf, wenn sie kein Agro haben. Wir müssen also weg von dem gehen. Ist das? Okay, wir gehen einfach weg. Einfach weg hier. Oh, hinter dir Spinne! Gut, dass ich im Haus bin. Erstmal panisch im Minecart-Kreis fahren. Jawohl, Sniper-Duell. Ha. Nope, hab ich schon vorher gehabt. Ich will auch. Lad einfach deine Ansicht hoch, Schlingel, render sie kurz, dann lad sie hoch und dann schneide ich die rein, dann sieht man die ganze Zeit immer Schlingel ab und zu. Alles klar. Könnte ich machen, aber die meisten hassen eine zweite Ansicht, deswegen lass ich's doch weg. Okay. Ja, wo ich einmal Bodycam drin hatte, haben sich voll viele beschwert. Warum auch immer. Ja, kann ja sein, das lenkt aber auch ab. Die wollen halt den echten Zimbel zusehen. Ja. Oh. Da weiß ich noch nicht, ob ich das hochlade oder nicht. Wo finde ich Skelette? So viele Shader-Auswahlmöglichkeiten. Wo du Skelette findest? Draußen. Ja, ich bin auf dieser Brücke, die ich mal angefangen habe zu bauen. Bacon. Wir hoffen, dass ich irgendwas finde, was ich abschießen kann. Wir brauchen noch einen Namen für unser Haustier, Osaft. Georg. Georg? Okay. Georg. Ja. Das ist Georg. Das klingt gut. Georg. Wieso habe ich ständig Hunger? Die Karotten machen nicht satt. Ach ja, Minecraft-Essen ist ja eigentlich voll das komplexe Ding, ne? Was? Ja, ja, es gibt Essen, was bestimmt viel satt macht und Essen, was nicht so viel satt macht. Ja. Von der Anzahl her, oder? Nee, nicht von der Anzahl her, sondern es gibt so ein Sättigungssystem noch dahinter. Gibt's. WTF. Ja, wo... Ich glaube, gebratenes Schweinefleisch bringt da am meisten. Dann wird man nicht mehr so schnell hungrig, wenn man das gegessen hat. Ja, das wusste ich gar nicht. Habe ich auch nur mal nebenbei erfahren. Ich glaube, das ist eigentlich so, dass das überheilt. Ich dachte, das ist das. Nee, ja. Überheilen gibt's auch, aber es gibt auch Essen, was einen länger satt macht. Okay. Ich dachte, die machen immer alle gleich viel satt, nur halt... Dass die anderen dann nochmal sozusagen zu der Hungerleiste unten noch was addiert bekommen. Jedes Essen hat noch so einen bestimmten Sättigung. Warum sie es auch immer so komplex gemacht haben? Irgendwas muss warum die allgemein so viel sein. Essen eingebaut haben. Ja, finde ich auch ein bisschen unnötig. Wir sind hier nicht bei Sims. Nicht? War viel cooler, als es noch keinen Sprinten gab. Ah, Scharfschützenduell. Ja, das stimmt. Das stimmt aber. Mit meinem letzten Pfeil. Da waren die Jump'n'Runs noch so asozial schwer manchmal. Das stimmt auch. Weil man entweder einen Sprung oder zwei Blocksprünge machen konnte, mehr nicht. Na gut, da hat man jetzt deutlich mehr Auswahl. Ein bisschen monotoner, glaube ich. Ja. Ja, eben. Haben sich aber auch ewig viele aufgeregt gehabt über das Sprinten, oder? Glaube ich. Nee, übers Essen haben sich mehr aufgeregt. Ja. Ja, das Essen geht aber echt auf die Nerven.
Das Schönste, was Notcher nie umgesetzt hat, war ja, dass er hat ja angekündigt, dass alle Fackeln abfallen in Zukunft. Und dass es Laternen stattdessen gibt. Das wollte er ewig einbauen, hat aber nie eingebaut. Also er wollte, dass es Fackeln und dass es Laternen gibt, beides. Und die Fackel erlöschen. Ja auch. Nein. Ja, Kürbislaternen. Ja, es gibt auch normale Laternen, diese Redstone-Dinger. Ja, die waren aber nicht gemeint. Es war halt so gemeint, dass die normalen Fackeln nach einer Zeit ausgehen. Ja, sollten die nicht irgendwie auch im Regen ausgehen oder sowas? Was, die Laternen oder die Fackeln? Die Fackeln. Ja, sowas. Solche ganz viele Sachen, das ich, dass die das Fackeln einfach aus allen möglichen Sachen ausgehen, auch nach einer Weile einfach, wenn sie schon lang genug hängen. Aber das ja, hat er sich nie getraut reinzubauen. Ja, Gott sei Dank. Eben, ich find's auch total ätzend. Ja, vor der Pause Fackeln und dann musst du... Beispielsweise, schon mal vor, du läufst durch eine Mine, setzt überall hin Fackeln, wo du schon mal warst und auf einmal sind alle weg. Na, die wären ja nicht weg, die wären ja nur aus gewesen. Kannst du mit mit Feuerzeug nochmal anzünden. Ja, genau. Ja, genau. So. Gut, ein Feuerzeug ist nicht teuer. Wenn es Laternen gibt? Nee, weiß nicht. Dann hätte er Elektrizität einführen müssen. Mit Glühbirnen. Nö, es gibt doch auch Öllaternen. Nein, ich meine, dass sie dann dauerhaft betrieben sind. Vielleicht einfach. Und dann muss man immer Leitung verlegen, das wäre kaum nervig. Braucht man nur Redstone-Fackeln drunter. So, mit Mama. So, nun? Machen wir Pause. So. Ich hab genug für den nächsten Heiltrank. Okay. Echt? Ja, dann brauchen wir den Shit noch und dann ist. Oder? Ja. Dann ist fertig. Fertig. Weil ich weiß gerade nicht mehr so richtig. Nö, ja, aber dann machen was Neues anfangen müde. Lohnt sich nicht mehr. Ja, eben. Und das du bist jetzt eigentlich eh nur noch Endermänner suchen. Eigentlich. Und das Gas-Ding halt noch. Ja. Können wir aber auch erst nach den Endermännern machen. Wo sind denn eigentlich die Netherwarzen hin? Welche Netherwarzen? Die wir hatten. Hatten wir welche? Ich habe zwei im Inventar. Die sind, hast du oben in die Truhe reingelegt, ich habe die noch nicht sortiert. Also draußen, Zombie. Okay. Glaube ich. Ah. So, was brauchte man noch? Das, die Goldmelone. Muss die Melone? Ja. Alter. Die Melone. Ja, 20 Liter Warzen sind hier draußen. Okay. Dorthin habe ich die also entführt. Georg steht da noch ganz ruhig. Ich muss einen Trank rausnehmen für den Erfolg. Muss ja brauen. Ey, muss man? Ja. Ja. Das ist gruselig. Was ist gruselig? Hat er eigentlich mittlerweile Sachen aufgehoben? Nö. Bastard. Mit Optifine an Modado ran so. Achso, du hast an ihn rangezogen. Und gesucht. Dann wieder weg. Ja. Schlimmer als Slenderman. Ja. Modado Man. So, ich beschrifte unsere Kuh noch. Mu. Ich fahre eine Runde. Uchu. Georg, der zweite Hauskuh. Na, Modado, was geht? Yo. Yo. Psch, ruhig. Sonst tust du mir doch weh und du tust dir selber weh. Oh, Schlingel. Schlingel für den Kreis. Ja. Ja, das Geräusch geht doch ganz dezent nur auf den Sack. Hey. Ich halte ihn nicht an. Wenn du mit einem Schwert gegen das Minecart schlägst, geht es sofort kaputt und er fällt raus. Oh Gott. Ich habe Angst, dass Schlingel stirbt. Das wollte ich damit jeder, der noch nicht einen Erfolg hat fürs Brauen, sollte sich einen Trank rausnehmen. Ich habe ihn schon. Hab ihn auch. Ich glaube, ich habe den auch. Na, einer von uns drei hat ihn wohl noch nicht. Oder? Nimm einfach einen Schlingel. Ja, ich habe ihn schon. Ganz schön schlau finde, ist, dass die Lore, wenn keiner drin glaub, sitzt, hatte keine mal... Geräusche beim Fahren macht. Glaub, ich hatte schon mal sitzt, diese normalen Tränke laut. Gebraut. Mit den Netherwarzen oder so. Doch, die macht Geräusche, wenn keiner drin sitzt, aber ist ganz leise.
metallgedämpfte Lore. Erstmal lauter machen. Stopp! Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim Minecraft Hardcore. Falls wir dann vielleicht noch leben oder nicht. Man weiß es nicht. Hier nochmal Modado erschrecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.